ist schlecht für eure Gesundheit und es ist einfach scheiße. Und es ist uncool. Und es ist scheiße. Und es ist sehr scheiße. Es ist ehrlich gesagt sehr, sehr scheiße. Akten verbrennen. Ja, das machen ja viele Leute sehr gerne. Und hui, so viele schöne Akten zum Verbrennen. Mann, das ist immer noch nicht genug. Und Spritzen. Hallo? Do you want some Spritzen? Die fliegen, sie brennen schön. Sie brennen so wunderschön. Brennt, ihr Fliegen. Brennt. I'm setting you on fire. So, kann ich... Oh Mann, immer noch nicht. Was ist denn hier los? Ich mache jetzt mal alles kaputt. Dich auch. Zack, zack. So. Yeah, you are. Ah. But you're so dead. Oh my god! Everything's blown away. Was ist denn los, ey? Was soll ich denn das verbrennen, bis du glücklich bist? Wie wär's damit? Und damit. Und das war's. Mehr brauch ich nicht. Ein Laserpointer! Und ein paar Buchstaben. Noten. Whatever. Brennen. Okay, wenn er brennt, kann er keinen Laser mehr schießen. Was ist das denn? Ich meine, wer ist das? Hallo. Ist er wer? Ich bin Batman. Was? Batman hat uns geschrieben. So, jetzt haben wir endlich genug für diese Combo. Yay! Genug Kohle! Yeah! Kohle macht Spaß! So. Was der Schnurrbart da soll. Warum habe ich jetzt nochmal. Bin ich irgendwie geistig behindert oder so? Ich brauche ein Fahrrad und kein Schnurrbart. Mann! So, muss ich einmal das Fahrrad hier ganz krass hinstellen. Oh yeah, man. Oh yeah. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Scheiße. Das Fahrrad dahin und den Truck dahin. Lass die aufeinander zufahren. Komm schon. Wer ist stärker von den beiden? Der Bus. Bam! Der Bus hat gewonnen. What shall they do? The Bruce wants. Wir brauchen die He-Welt und eine Rakete und eine stylische Sonnenbrille noch dazu. Komm, pack alles aus hier. Was soll denn das? Jo, von der Erde auf zum Mond. Whee! Yeah! Ab geht's! Ja, Spaß! Nein, brenn, 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 nicht, nein, hör auf. Du darfst nicht, nicht brennen. Okay, die Erde brennt, aber das ist ja nichts Neues. Ein Brief von Mr. Unbekannt. Es ist so hell. Es schmerzt, meine Augen zu öffnen. Geht die Sonne auf oder unter? Ich habe sie lange angestarrt, aber ich konnte es nicht erkennen. Aufgehen oder untergehen? Es schmerzt in meinen Augen. Würdest du mir bitte eine Sonnenbrille schenken? Jo, jo. Dididim, Nachricht verschickt. Ich habe wieder noch... Oh, ein Radio. Dazu können wir gleich mal den Fernseher kaufen. Passend zum Radio. Ein Götzen. Dazu können wir gleich mal den Götzen hier kaufen. Und wir hatten irgendwo noch einen Götzen. Das weiß ich. Und zwar nicht hier. Sondern... Hier! Ja, alle drei Götzen. Zack, zack, zack. Keine Zeit zu warten hier. Zack, 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 zack. Wir lassen sie jetzt mal für uns singen. Die drei Götzen der Macht werden uns ein Stück vorsingen können, was unser Herz berührt.
Los, singt für uns, ihr drei Götzchen der Macht. Was für ein so wunderschöner Gesang, ich werde es in meinem Leben niemals vergessen. Radio! Hallo, ist der wer im Radio? Oder im Fernseher? Hallo. Vor dem Internet-Kombo. Wer hat's erkannt? Das Little Inferno Song. Oh Gott, das kommen wir jetzt später. Vor allem das Little Inferno Song. Ist klar. Der Little Inferno Song würde vielleicht grammatikalisch gesehen ein bisschen besser passen. Das hier und... Ja, komm. Weil wir es können. Yay! Zack, zack. Zack, zack, zack. Ein Schild verbrennen. Und Mais verbrennen. Und Geld verbrennen. Und ein Heizwärmer. Und eine Rakete. Und den Typ. Okay. Was steht hier drinne? Welche stylische Sonnenbrille. Es scheint mir, als hätte ich sie vor langer Zeit bestellt. Ich dachte schon, du hättest sie vergessen. Aha, psst. Ich wusste, du würdest sie nie vergessen. Deine What? Ich bin zurück. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Okay, bist du tot? Bin ich tot? Sind wir alle tot? Wer weiß. Das noch kaufen, das noch kaufen. Und leider muss ich den auch noch kaufen. Der wird mir mal ganz Spaß verdienen. Und das mag ich nicht. So. Aber dazu kann man ja vorbeugen. Block, block, block. Ich schreibe in meinen Block, den ich nicht habe. Zünde es an. Papa-Bot und Mama-Bot. Legt euch aufeinander. Oh, ihr seid ein paar ganz Dreckige. Anscheinend. Nein, es war Eis in der Packung. Hier noch mehr Eis. Vom Pluto. Frisch eingeflogen. Komm, komm, komm. Brenn, brenn, brenn. Komm. Brenn. Brenn, brenn. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm runter. Nein. Ich will dich anzünden, damit du den Pluto sprengst. Mein Masterplan. Yeah. Ist voll aufgegangen. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Mrs. Octopus. Dazu passt auch super Herr Kugelfisch. Eine Klonfabrik. Und mehr können wir uns nicht leisten. Schade. Super, schade. Und wir haben die stylische Sonnenbrille noch nicht verbrannt. Deswegen tun wir das jetzt. Zack, zack, zack. So. So, einfach mal alles kaputt machen hier. So. Die Klonfabrik. Auf die stylische Sonnenbrille. Los geht's. Lauft. Ich lasse euch brennen. Ja. So, Mr. Kugelfisch. Mrs. Octopus. Achso, das war ein Käfer-Magnet-Typi. Frau. Es brennt, alles brennt, oh mein Gott. Vielleicht war es auch eine andere Kombo, naja, egal. Was steht denn hier? Es gab ein großes Feuer. Ja, das habe ich gemerkt, danke. Unsere Bude hätte eigentlich mit abbrennen sollen, weil wir stehen Wohnung an Wohnung, Wand an Wand. Aber ist ja auch egal. Es war so hell, ich konnte meine Augen nicht öffnen. Es war so hell, als ob ich Millionen von winzigen Leuchtkäfern um mich herumschwören würden. Ich zerfiel in Milliarden von Teilen. Also bist du doch tot. Und flog davon. Ich flog raus aus dem Kamin hinaus. Raus, raus, raus. So wie alles andere. Und ich kam zurück, um dich mit... Nein, hör auf.
So. Eine Cloud. Yeah. Und nochmal auf den Mond. Komm, weil es so schön war. Ich, Moment. Wir setzen erstmal hier ein paar Menschen auf den Mond. Und holen uns mal ein Buch zur Rate. Ab geht's. Whee! Nein, es regnet. Ah, ich hasse Regen. Warum? Ganz verstehen muss ich das, glaube ich, nicht. Alles brennt. Ist das nicht wunderschön? So, und wir können gleich mal das hier noch mitnehmen. Damit wir gleich eine Kombo machen können, die ich noch aus dem Kopf weiß. Das wäre nämlich einmal die Cloud. Cloud Van Damme und die E-Mail. Yay, Spamwolken-Kombo. Sehr schön. Und ein Riesendollar. So mag ich das. Spinne brennen. Brennen. Danke. So, und jetzt können wir uns das hier kaufen. Und wir können uns die Sonne kaufen für 600. Mensch, schlappe $600. Wer hat die nicht mal eben parat? Transmove. Ich kaufe mir mal den hier und die Spinne. Vielleicht bringt's was. Aber vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Den Brief werde ich noch nicht vorlesen. Jo, einmal nach unten bitte. Und nach oben. Nein, nicht nach oben. Nach da. Du Typ. Und deine Spinne. Ihr werdet beide brennen. Brennt! Beide. Los, Feuer. Tu deine Pflicht. Tu das, was du immer tust. Verbrenn alles. Die Gravitation umgekehrt. Ihr müsst jetzt übrigens auch euren Bildschirm umdrehen. Oh, er ist tot. Ich hab ihn getötet. Nur noch ganz wenig, um die Sonne zu erhalten. Passt auf, Leute. Zum Abschluss dieser Folge machen wir ein riesengroßes Lagerfeuer. Für ein riesengroßes Lagerfeuer brauchen wir einmal Geld. Und mehr Geld. Was könnten wir noch für ein riesengroßes Lagerfeuer brauchen? Lasst mal sehen. Wir brauchen... Pilze brauchen wir auch. Und wir brauchen noch hier die Mandruschkas sind immer ganz lustig zum Riesenfeuer machen. Und natürlich nichts mit Eis, wäre eher kontraproduktiv. Was nehmen wir denn noch? Das hier war auch ganz gut zum Feuer machen. Wir kaufen natürlich alles voll jetzt. Oh, das geht nicht. Warum geht das nicht? Kann man erstmal einer. Okay, wir haben schon genug Zeug und wir haben ja noch den Brief da. Da haben wir natürlich nicht mehr Platz und wir machen zum Abschluss der Folge noch ein riesengroßes, mega gigantisches Riesenfeuer. So, dafür will ich aber erstmal das hier löschen. Na komm, aus. Aus! Aus! Höre auf! So, geht doch. So, nehme ich erstmal die Kreditkarte und mache alles weg. So, schön. Dann die Bank. Mr. Mushroom. Miss Madroschka. Madroschka. So. Dann stelle ich den Aktenkoffer hier hin, da hier, so, so, da hier hin, so. Geh weg, verdirbst du sonst mein Feuer. So, und Feuer frei. Ting, 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 ting. Und da auch noch. Yay! Ein schönes, großes Feuer. Ach, ist das angenehm. So, Leute. Und beim nächsten Mal kaufen wir uns die Sonne. Also, Leute. Bis dann. Tschüss.